gemeint, sollten die beiden zusammenkommen, dann muss sie die Katze unbedingt ins Tierheim abgeben, weil das hält er einfach überhaupt nicht aus und er kann nicht mit einer Katze zusammenleben. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zu einer weiteren Episode der Tinder- bzw. Dating-Community-Stories, dem Format, in dem ich eure Dating-Geschichten erzähle. Wenn ihr noch die eine oder andere Geschichte für mich habt mit den cringesten, komischsten oder auch lustigsten Dates, dann lasst sie mich sehr, sehr gerne wissen, entweder in Form eines Kommentars. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben an die unten in der Infobox angegebene E-Mail-Adresse oder ihr schreibt mir einfach auf Instagram direkt, da heiße ich genauso wie hier Fiesophie. Und für alle, die es wahrscheinlich mitbekommen haben, ich bin leider immer noch ein bisschen krank. Es geht schon deutlich besser, aber wenn meine Stimme ab und zu mal wegbricht, dann bitte nicht wundern. So viel dazu und dann hätte ich gesagt, starten wir auch gleich mit der ersten Geschichte für heute. In dieser hat mir ein Mädel erzählt, dass sie sich zum Kino bzw. anschließendes Pizzaessen verabredet hat. Und das Ganze hat schon mal perfekt angefangen, indem der gute Herr leider 10 Minuten zu spät kam. Und das heißt nicht nur 10 Minuten zum verabredeten Treffpunkt, weil man würde ja meinen, dass man sich ein bisschen früher trifft, um dann noch die Karten zu kaufen, Popcorn etc., vielleicht Nachos. Nein, im Endeffekt hat sie das alles besorgt und ist 10 Minuten alleine im Film gesessen und hat auf ihn gewartet. Er kam dann auch und sie sind dann schweigend nebeneinander gesessen, was sie allerdings im ersten Moment jetzt nicht so eigenartig fand. Immerhin im Kino fängt man jetzt nicht das große Quatschen an. Deswegen war das eigentlich ganz okay. Als es dann allerdings ans Pizzaessen ging, hat das Schweigen leider nicht aufgehört. Sie sind nebeneinander gesessen, während er großteils der Zeit auf Instagram herumgescrollt hat. Und immer wenn sie versucht hat, mit ihm zu kommunizieren und vielleicht ein Gespräch aufzubauen, wie dass sie ihn zum Beispiel gefragt hat, ob seine Pizza schmeckt, dann hat er immer nur mit "Mhm" geantwortet. Also ein Mann ganz großer Worte. Sie hat sich leider ziemlich fehl am Platz gefühlt und hat alles in allem das Date nicht wirklich genießen können, weshalb es dann wohl auch zu keinem weiteren Treffen gekommen ist. In dem Fall möchte man meinen, wahrscheinlich nicht unbedingt schade drum, weil so ein Verhalten kann man sich wirklich sparen. Da hätte man den Abend auch deutlich schöner verbringen können. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Naja, er wird irgendwann mal merken, was er da verpasst hat. In der nächsten Geschichte hat mir ein Mädel erzählt, dass sie sich mit einem Typen getroffen hat, mit dem es so allgemein recht gut lief, sodass sie ihn auch irgendwann mal zu sich nach Hause eingeladen hat. Sie hat ihm auch von vornherein erzählt, dass sie eine Katze hat, was anfangs für ihn auch absolut kein Thema war, bis zu diesem Zeitpunkt. Er hat ihr dann nämlich erzählt, dass er Katzen sehr, sehr nervig findet. Als er dann bei ihr zu Hause war, hat ihre Katze ihn auch begrüßt. Sie hat gemeint, es ist eine sehr freundliche, sehr, sehr liebe Katze, die eigentlich bei jedem, der auf Besuch kommt, erstmal um die Beine streicht, weil sie gestreichelt werden möchte. Und so auch bei ihm. Gleich zu Beginn, als er in der Tür stand, kam ihre Katze, ist um seine Beine gestrichen. Allerdings hat ihm das leider so gar nicht gefallen und er hat sich erstmal furchtbar darüber aufgeregt, dass sie dieses Vieh gefälligst wegsperren soll, wenn er zu ihr zu Besuch kommt. Sie hat sich dann gedacht, ja gut, bei aggressiven und wirklich nervenden Katzen würde sie das ja verstehen, aber jetzt nicht bei einer, die eigentlich nicht sonderlich auffällt. Sie hat ihre Katze auf jeden Fall in ein anderes Zimmer gelassen, damit er seine Ruhe hat. Und während der ganzen Zeit, wo er da war, hat er ihr dann erklärt, dass er die so super nervig findet und er Katzen einfach nicht ausstehen kann. Und das hat das Ganze dann ziemlich getoppt. Er hat gemeint, sollten die beiden zusammenkommen, dann muss sie die Katze unbedingt ins Tierheim abgeben, weil das hält er einfach überhaupt nicht aus und er kann nicht mit einer Katze zusammenleben. Das war dann auch der Moment, wo es für sie endgültig vorbei war, denn ab dem Zeitpunkt war ihr klar, dass sie diesen Typen zu 200% nicht mehr treffen möchte, weil ihre Katze definitiv Vorrang hat vor so etwas. Und das kann ich persönlich auch nur unterstützen, wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, weil sie auch manchmal hier herumschleicht und ich sie dann zeige, ich habe auch eine Katze. Und wenn ich mich mit jemandem treffen würde, der so wie dieser Herr keine Katzen mag oder sich so abfällig gegenüber den Tieren äußert, beziehungsweise mir sagt, dass wenn wir zusammenkommen, ich meine Katze ins Tierheim geben muss, dann nein, wäre es bei mir auch absolut vorbei.
Das hat für mich die gleichen Vibes, wie wenn jemand sagt, oh, du hast schon ein Kind. Naja, du musst es leider hergeben, weil ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der schon ein Kind hat. Ist jetzt vielleicht nicht zu 100% vergleichbar, aber für mich persönlich ist das in etwa ein und dieselbe Kategorie. Also ich weiß ja nicht, dann muss einem von vornherein klar sein, dass man so einen Lebensstil nicht haben möchte und dann trifft man sich doch auch nicht mit so einer Person. Ich treffe mich ja auch nicht mit jemandem, der sagt, er möchte in den nächsten Jahren ins Ausland gehen oder überhaupt ausziehen, auswandern und nie mehr wiederkommen, wenn das in meiner Lebensplanung keinen Platz hat. Also, ich weiß ja nicht. Da müssten eigentlich bei ihm, als sie mal erwähnt hat, dass sie eine Katze hat, schon direkt die Alarmglocken geläutet haben, weil ich weiß ja nicht, was er für Vorstellungen hat, dass man sich dann für sein Date ändert. Aber es gibt einfach so ein paar Punkte, die werden sich nicht ändern und das ist auch gut so. Und in der letzten Story für heute hat mir ein Mädel erzählt, dass sie jemanden über Bumble kennengelernt hat und dann auch nach einiger Zeit ein Treffen mit ihm arrangiert hat. Als sie dann beim ausgemachten Treffpunkt war, ist plötzlich ein Typ auf sie zugekommen, der absolut gar nicht wie ihr Date ausgesehen hat, weshalb sie schon ein wenig verwundert war, bis der Typ sie dann auch noch angesprochen hat und gemeint hat, dass er heute als Ersatz- bzw. Vertretungsdate da ist, weil ihr Date heute leider kurzfristig verhindert ist. Sie war logischerweise ziemlich perplex in dem Moment, weil was sagt man da auch, wenn einem sowas übermittelt wird? Aber sie hat sich dann mit der Situation abgefunden quasi und sie sind dann was zusammen essen gegangen, so wie sie es auch mit ihrem eigentlichen Date geplant gehabt hätte. Sie hat gemeint, es war vor allem deshalb weird, weil ihr Date, was eigentlich hätte kommen sollen, voll ihr Typ gewesen wäre, recht groß und athletisch, was gut gepasst hätte, da sie selbst groß und recht sportlich ist. Und der Typ, der dann tatsächlich aufgetaucht ist, war dann leider eher schmächtig, war auch ein Stück kleiner als sie und hat allgemein eher einen nerdigen Eindruck hinterlassen. Und wenn sie gewusst hätte, dass ihr Date heute nicht kommt, sondern stattdessen er jemanden als Vertretung hinschickt, dann wäre sie auch zu Hause geblieben und hätte sich das Ganze fertig machen und hin und her fahren nicht angetan, da sie ja ihr eigentliches Date treffen wollte. Sie hat gemeint, das Treffen mit dem Vertreter war jetzt auch nicht so sonderlich toll. Also es hat sie nicht wirklich vom Hocker gehauen und sie hatte nicht vor, den nochmal zu sehen. Er allerdings fand es anscheinend toll, weshalb er sie gefragt hat, ob sie nicht doch mal auf ein Date gehen wollen, wo sie allerdings gemeint hat, sie würde dann doch gerne ihr eigentliches Date treffen und auch angemerkt hat, dass wenn der wieder absagen sollte, er bitte keinen Vertreter vorbeischicken soll, sondern dann lassen sie es einfach gleich bleiben. Sie hat dann ihrem eigentlichen Date geschrieben, dass sie die ganze Aktion ziemlich weird fand und dass sie eigentlich jetzt nicht so begeistert davon war, irgendeinen Kumpel von ihm vorbeigeschickt zu bekommen. Und ihr Date hat gemeint, ja, es tut ihm leid, das war alles total kurzfristig und er wollte einfach nicht, dass sie dann schon fertig gemacht ist und dort rumsteht. Allerdings hat sie gesagt, ja, das ist aber trotzdem nicht notwendig, weil es ist ja jetzt kein Arzttermin, wo sie jetzt eine ärztliche Vertretung braucht in dem Sinne, weil wenn es nur um Essen gehen geht, dann wäre sie auch einfach wieder nach Hause gefahren. Und abgesehen davon hätte sie auch eine Vorankündigung seinerseits einfach sehr nett gefunden. Im Endeffekt kam es dann leider nie zu einem Treffen mit ihrem eigentlichen Date, weil der Kontakt auch einfach zwischen den beiden irgendwann abgebrochen ist. Allerdings kam es dann einige Zeit später zu einem großen Plot-Twist der ganzen Geschichte. Eine Freundin von ihr hatte auf Bumble auch mit ihrem ehemaligen Date gematcht und dreimal dürft ihr mal raten, wer da dann als Vertretung vorbeikam. Ja, genau dieser Vertretertyp wieder. Da ihr Date leider auch wieder spontan keine Zeit hatte und jemanden vorbeigeschickt hat, damit sie nicht alleine ist. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Also dürfte das Ganze eine ziemlich perfide Masche sein. Entweder gibt es wirklich dieses eigentliche Date und der ködert dann immer nur für seinen Kumpel, der dann als Vertreter dorthin geht, oder das ist überhaupt keine reale Person und der Vertreter meldet sich einfach unter einem Fake-Profil an und behauptet dann, er würde als Vertretung kommen. Also
weirde Geschichte, das Ganze. Ich verstehe schon, dass gerade auf Dating-Plattformen, wo es nun mal leider im ersten Eindruck oft um das Äußerliche geht, weil das nun mal das Erste ist, was man sieht, dass es da vielleicht einschüchternd ist für manche Personen und dass sie denken, sie würden nicht gut ankommen und dass sie irgendwie einen anderen Vorwand brauchen, um dann ihre Persönlichkeit zeigen zu können, etc. Das mag vielleicht irgendwo stimmen und manchmal kann es auch sein, dass das funktioniert. Ich glaube aber trotzdem, dass es im Großen und Ganzen einfach ehrlicher und besser ist, wenn man mit offenen Karten spielt und man von vornherein sich als die Person herzeigt, die man tatsächlich ist. Denn es hat überhaupt keinen Sinn, wenn man die ganze Zeit mit jemandem schreibt und diese Person dann enttäuscht, weil man vorgegeben hat, jemand ganz anderes zu sein. Also ich glaube nicht, dass das gut funktioniert. Das mag vielleicht in irgendwelchen Rom-Coms auf Netflix gut hinhauen, aber ich glaube, in der realen Welt ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass da irgendwie so ein Effekt entsteht und man sich denkt, oh mein Gott, das ist so toll, man verliebt sich jetzt in die Person. Ich weiß nicht, ob ihr das Theaterstück Cyrano de Bergerac kennt. Da gibt es auch einen ganz tollen Film mit Gérard Depardieu, wo es auch darum geht, dass eben Cyrano ein nicht ganz so attraktiver Typ ist, der aber sehr gut mit Worten kann. Und dann gibt es den Christian und der ist sehr attraktiv, aber leider auch etwas dumm. Und Cyrano hilft dann Christian, indem er ihm quasi einflüstert, was er sagen soll, um eine Frau zu beeindrucken, auf die natürlich beide stehen, weil wie sollte es auch anders sein? Im Endeffekt kommt sie auch erst viel später darauf, dass es eigentlich Cyrano war, der ihr das alles gesagt hat und sie mit seinen Worten verzaubert hat und es endet sehr, sehr tragisch. Also, Moral der Geschichte: Macht so einen Schwachsinn einfach nicht, okay? Das war's auf jeden Fall mit allen Geschichten für heute. Ich hoffe natürlich wie immer, dass sie euch gefallen haben. Wenn ja, dann hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich, wie gesagt, auch wenn ihr mir weitere Geschichten zusendet von euch. Ihr könnt mir auch gerne Stories von anderen Leuten zusenden, die ihr kennt. Aber bitte vorher natürlich fragen, ob es in Ordnung ist, dass ich diese Geschichten auch erzähle. Es wird natürlich wie immer alles anonym behandelt. Und dann verlinke ich euch hier seitlich noch zwei meiner letzten Videos. Und da unten könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bereits schon getan habt. Ich freue mich auch, wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!